Tralalala, herzlich willkommen zurück bei Lupus LP und Nightcatcher in Eldorado 2, hier auf meinem Kanal. Ich bin der Lupus LP, falls ihr es an meiner Stimme noch nicht erkannt haben solltet. Und der, der im Hintergrund stirbt, ist der Lightcatcher. Hallo. Und dabei wirke ich ihn gar nicht mal, also ausnahmsweise mal nicht. Müssen wir dafür haben. Es war unerwartet, ne? Ich habe gerade noch so geredet und plötzlich fange ich an so zu reden. Du bist immer wieder für Überraschung gut. So, jetzt habe ich's. Alter. Ich verstecke mich auch, ich schäme mich. Das ist eigentlich, apropos Überraschung, genau, das ist eigentlich ganz auch gut. Genau, ja, das ist eigentlich ganz gut, dass wir uns jetzt hier hinter verstecken, weil Don Hernando hat jetzt noch überhaupt nichts zu melden. Der bleibt erstmal hinter seinem Büßerbalken stehen. Denn wir hatten in Folge 13 dazu aufgerufen, Sätze mit zu bilden. Das war einfach eine Schnapsidee. Die Aufgabe war, einen Satz mit zu bilden. Oder einen Satz mit möglichst vielen Äs, die auch noch Sinn ergeben sollte. Und es durfte nicht mehr drin vorkommen oder so. Oder einfach nur so diese Lautmalerei. Sondern es musste wirklich Satz sein, der Sinn ergibt. Und einige von euch, um genau zu sein, zweieinhalb. Der eine ergibt keinen Sinn. Zweieinhalb haben es tatsächlich gebracht und haben so einen Satz gebildet. Und wir haben tatsächlich jetzt vor der Aufnahme auf dem DIN A4 Blatt, damit wir das jetzt ablesen können, haben wir es abgeschrieben. Analog. Haben wir das abgeschrieben. Mit einem Kuli. Und Alter. Und der eine Satz, den der liebe Leute gleich vorlesen wird, der ist so dermaßen lang und den habe ich abgeschrieben. Also, das war so geil. Das war echt krass. Ich habe die ganze DIN-A-Seite voll gekritzelt. Ja, du hast ihn geschrieben, ich darf ihn lesen. So. Ja, genau. Also, wir fangen erstmal an mit da unten, genau. Und zwar lesen wir als erstes den Satz, der leider null Sinn ergibt. Das macht aber nichts. Allein, dass er es versucht hat, war schon sehr nett. Ja. TGE Legend of Pingu hat. Das sollte wohl The Legend of Pingu heißen und da irgendwie, wo hat er sich wohl mal vertippt und weil H und G auf der Tastatur nebeneinander ist. Keine Ahnung. Oder er hat es einfach just for the lols. Kann auch sein. Keine Ahnung, vielleicht kann er es ja dann selbst nochmal sagen. Auf jeden Fall hat er uns geschrieben: Kämpfe, ärmeloser Held Lighty, und schädel die ätzenden Sträucherdiebe in den Ätna. Yay! Yeah. Das werde ich tun, mein Freund. Das werde ich tun. Was auch immer das heißen soll, aber es ist sehr cool, dass du dir die Mühe gemacht hast. Also danke für diesen sinnlosen, aber doch viel enthaltenen Satz. Und dann unser persönlicher Lieblingssatz, weil der im Prinzip schon noch wirklich Sinn ergibt und extrem viele Äs auf sehr kurzem Raum hat. Er selbst, also der liebe Rakato LP, hat geschrieben, es wären 44 Äs. Wir haben nachgezählt. 34. Es sind 34. Aber das macht aber okay, das tut ihm überhaupt nichts. Ich versuche es so zu lesen, wie ein Satz. Wie ein Ersatz gelesen werden sollte. Ja. Das älteste Mädchen Emilia, die Dängerin aus der fränkischen Familie der Kentres mit stärkerem pfälzischen Dialekt, mästet ihre männlichen mähenden Schäfchen an den Sträuchern des mähändernden Flusses Mäse, damit die Männer, wenn sie von der quälenden Arbeit als Ehrensammler zurück zum älteren Hof der Kentrenth kommen, zu mäßigen Äpfeln und Käse auch Schäfchen in ihre länglichen Mäuler stopfen können, um am nächsten Tag ihrer täglichen Arbeit nachgehen zu können, den mittelprächtigen Rasen mit dem stärksten Rasenmäher zu mähen. Ohne Luft zu holen. Der war sehr geil. Genau. Und nun ein. Oh Gott, und nun ist Leute dran. Also, ich lese jetzt, was Jonas Dück geschrieben hat. Während sich auf einer Weide ein Apfelhändler, ein Jäger, ein Mähäkel und ein Häschen auf Diät trafen, um einen Rasenmäher, den sie einem Mädchen, das einen Rasen mähen muss, verkaufen wollen, zu klauen, merkt die Gruppe, dass ihr Ablenkungsmanöver, bei dem das Häschen zwei Stäbchen an den Äpfel befestigt sind, die vom Jäger mit Pfeilen, deren Spitze in Käse stecken, abgeschossen werden, nicht von hoher Qualität ist. Deshalb aßen sie erst einmal Bärlauch und dachten nach, was sie tun sollten. Dabei behauptete das Häschen, dass der Jäger einen Brathähnchen hätte. Dann kamen sie auf die Idee, dass der Jäger sich als Sekretär bewirbt. Während er dies tat, gingen die anderen in das Gartenhäuschen, um den Rasenmäher zu stehlen. Doch sie bemerkten, dass der Gärtner gerade Rasen mäht. Deshalb holten sie 200 Hähnchen, um den Gärtner abzulenken und die Hähnchen vor dem Schlachter zu retten. Nachdem sie das geschafft hatten, vollzogen sie nach diesem Prinzip noch weitere Diebstähle und verkauften Rasenmäher, bis die Polizei den Detektiv Fränger, der die Verbrecher entlarvte und die Gruppe ins Gefängnis sperrte, aus dem das Häschen entkam, da der Abstand zwischen den Gitterstäben zu klein war, weil das Häschen egoistisch war, nahm es das Geld und floh in das in der Nähe des Äquators gelegene Äthiopien, wo die Kälte weniger zu spüren war. Dort heiratete das Häschen die Tochter eines arabischen Ölscheichs und zog dann nach der Scheidung nach Äquatorialguinea, wo es an Leukämie starb. Mein Gott.
Sehr geil. Also, ein bisschen gemogelt. Ich meine, das sind so viele Nebensätze, die im Prinzip wieder eigene Sätze ergeben. Es ist im Prinzip kein Satz, aber du hast es sehr schön als ein einziger Satz. Und deswegen haben wir uns so viel Mühe gegeben, es abzuschreiben. Vor allem, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich Brathähnchen-Turn geschrieben habe. Aber die Idee ist erstmal geil. Die Idee ist sehr, sehr geil. Also vielen Dank, ihr drei. Also wer von euch beiden jetzt da der Sieger ist, wie schon gesagt, du hast übrigens 43. Ist ganz witzig. Du hast 43 S gemacht, Jonas, und Rakato hatte 34. Jetzt so einen schönen Zahlendreher mit euren Dingern. Ja, sehr gut. Also, aber gut, jetzt vielen, vielen Dank an dieser Stelle an euch drei. Das war sehr cool, dass ihr euch die Mühe gemacht habt. Genau, jetzt sind schon irgendwie 5 Minuten rum, wenn ich so richtig geguckt habe. Und ja. Machst du jetzt in der und Rette. Jetzt kommt unter seinem Büßerbalken wieder hervor. Hallo, hier bin ich. Hallo. Und ich weiß leider nicht, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Aber habe ich eigentlich noch irgendwie meine Petro-Stimme drauf? Du kannst ja mal was... Ich habe es wieder drauf. Ich muss mich da nur kurz reindenken und dann ist wieder alles gut. Wie ihr merkt, ich komme gerade aus Südafrika wieder und wir sind ziemlich lange nicht mal am Aufnehmen gewesen. Aber das macht überhaupt nichts. Ja, ich habe schon keine Ahnung, wie ich die ganzen Leute da hier in Civil hier gesprochen habe. Oh, du stinkst ein bisschen, wenn du rülpst. Was? Wie nett. Ehrlichkeit währt am längsten. Okay, wir gehen jetzt in den Riesen. Ja, ich hatte heute eine Pizza mit Knoblauch. Vielleicht ist das das Problem. Okay. Alter, Lukas. Das Zimmer wirkt unheimlich. Dort geht ihr lieber allein hinein. Ja, vielen Dank, lieber Pedro, dass ich alleine sterben darf. Okay, es ist ein Rätselraum. Das ist übrigens der erste Rätselraum, den ich, glaube ich, machen darf. Du bist sonst immer der Rätselraum-Rätselmeister. Ghostbusters! Das ist so ein Schleim, auf jeden Fall. So, und ich... Also instinktiv möchte ich da die Ghostbusters holen, aber gut. Ja, gut. Instinktiv möchtest du bestimmt auch den Schleim den Schleim ansprechen, dann bin ich schon tot. Okay, also ich erinnere mich an das Rätsel nicht mehr, aber ich weiß aber, dass wir den Brief brauchen, weil da nämlich eine Information ist, die wir im anderen Raum brauchen, bei dem einen Typen mit der Maske, dessen Namen ich vergessen habe. Aber so viel... Ich erinnere mich so grob. Ohne Worte. Ohne Worte. Aber so klinge ich, wenn ich irgendwas trinke. Das tat auch weh. Ja, vor allem, wenn man sich vorstellt, wo die Stacheln hingegangen sind. Was ist mit dem Magnet? Ich wollte ihn nochmal sterben lassen. Stacheln, ouch. Da kommen Stacheln aus dem Boden. Ja, der Magnet. Warte, was macht das hier? Oh, Handschellen. Kannst du es mitnehmen. Wie sind das Metall? Vielleicht kannst du da mit den Magneten runter mit... Die Musik, wie geil. Moment, einmal noch. Ah, so schön dramatisch. Ohne, dass wir beide reden, um es wirken zu lassen. Toll. Finde ich geil. Ich bin begeistert über Retroll. Übrigens hat der Retroll uns auf eine sehr interessante Frage geantwortet. Ja. Wenn ihr es lesen möchtet, und zwar war die Frage, wo der coole Sevilla-Hintergrund herkommt. Und darauf hat er geantwortet, unter einem der letzten Parts. Sehr, sehr nett. Ah, okay. Ja. Also, komm, das ist ein Frosch, der... Das ist dieser Tod. Der letzte. Was? Oh, die Brechstange. Was? Ah, hier, das Kupo dann nicht. Endlich! Das Versteckspiel hat ein Ende! Fahr zur Hölle, Bastard! Was ist das für geile Musik? Nein, nicht auch noch sie! Nicht auch noch sie! Alienjäger. Unersättliches Biest! Hier und jetzt endet es! Gut, wir sind trotzdem tot. Ja, ich will das aber trotzdem nochmal machen, weil ich den nämlich nicht gesehen habe, wie er aussieht. Wir müssen... Okay. Was ist das für eine geile Musik? Wo kommt die her? Ich habe schon einige Sachen erkannt, aber das ist geil. Alienjäger, wie geil. Ich komme gerade nicht drauf. Ja, ist gut. Da hat sich aber wieder jemand ausgetobt hier. Das ist aber irgendwie so random, ne? Also... Also ganz ehrlich, der Retroll hat schon so gelegentlich kreative Orgasmen, wirklich. Ja, also. Das. Yay! Oh, sehr schön. So, damit könntest du jetzt irgendwas einsperren. Was ist ich nochmal den Ringschiff? Hast du dir alles gemerkt? Ja. Gut. Ich hab mir jetzt alles gemerkt, was man mich mitnehmen kann, aber. Was mache ich jetzt? Nein. Schade. Ich dachte, das hätte was gebracht.
Der Regenschirm hilft mir. Okay, nicht. Also du kannst die Brechstange mitnehmen, du kannst den Schirm mitnehmen. Und du konntest da oben das. Nein! Oh, da läuft er in die Stacheln. Ja, da stehe ich drauf. Hör auf, so zu gucken, da fühle ich mich komisch. Ja, solltest du auch. Solltest du auch. Wie schnell bei uns das Niveau sinken kann. Ach, ich dachte, ich will einen Magnetenmensch. Er hätte jetzt ja auch schlauerweise den Schirm aufspannen können, dass er das Gesicht nicht sehen muss. Aber hat er nicht gemacht. Hat er nicht? Nein, hat er nicht gemacht. Mann, mach doch mal was Schlaues. Ja, es ist halt Herr Nando, ja. Ja, echt. Warte mal, kann ich die Schreibfeder mit... Sagen wir einfach mal, Herr Nando ist sehr gerissen. Oh. Autsch. Er ist sehr gerissen, aber was, nicht unbedingt schlau. Was für eine Schreibfeder. Das war die blutigste Schreibfeder, die ich hier gesehen habe. Ja, krass, ne? Total krass. So. Ich fass nur diese Alien-Jäger, war das geil. Ja, kann ich jetzt mit dir irgendwas machen? Ja. Ah, jetzt habe ich einen Block, den kann ich natürlich. Und dann dürfte da das Gewicht drauf fallen und dann fällt das Gewicht zurück. Das ist aber auch... Oh, ist das gemein. Tricky. Tricky Rätsel. Aber es ist machbar, glaube ich. So. Und nicht nur, weil ich es schon mal gemacht habe. So, kann ich dich nochmal runterholen? Nein, ich bin auf der falschen Seite. Ich bin so doof. Du freust dich natürlich jetzt, dass du das nicht machen musst, ne? Ja, ein bisschen. Ich höre es schon ganz leicht. Ja. Ich gucke jetzt auch nicht nach links, um nicht zu sehen, wie sehr du dich freust. Die Handbewegung habe ich übrigens gesehen. So, nochmal. So, was kann ich denn jetzt mit dem Klotz machen? Kann ich den... Der Gedanke, dass da das Gewicht drauf fallen soll, ist doch gar nicht so dumm. Ja, doch, der ist doof. Ja, wenn du von der anderen Seite rangehst, wir haben doch offensichtlich ist das Ding nach links gehüpft. Ja, es stell dich doch rechts davon hin. Nein, das rüpft auch nach rechts. Nee, ich kann so. Achso, jetzt habe ich sowieso schon versaut. Shit. Ich hab den nicht mehr wegbekommen. Mit dem musst du was anderes machen. Ich bin mir fast sicher, dass du mit dem was anderes machst. Ja, ich bin auch immer noch ein bisschen verwirrt über den Magneten, ob wir mit dem nicht noch was machen. Ja, ich fühle mich auch so, als wenn ich jetzt mal. Ich will nichts von dir hören. Du solltest nichts kommentieren, bitte. Es gibt so Momente, wo man reden soll, es gibt so Momente, wo Schweigen einfach Gold ist. Und das war so ein Moment. Aus deiner Perspektive kann ich das verstehen. Kann ich dich auf die Stacheln? Auf die Stacheln, ja genau. Nein. Kann ich dich... Jetzt wird's gefährlich. Du musst es von oben runterholen. Ja. Kann ich dich... Boah, gefährlich. Kann ich dich auf die Drehdings... Ich versuche immer auf die Drehdings zu stellen. Okay. Ja, jetzt musst du das... Nein. Kann ich auf der Drehdings irgendwas noch machen? Jetzt hast du das... Da kam eine Feder raus. Ah, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Da kommt eine Feder raus. Ich weiß es. Oh, ist wie gut. Ist gut? Manchmal muss man sterben, um der Wahrheit ein Stück näher zu kommen. Ja, ich glaube, vor allem in diesem Spiel. Ja. Es ist halt Trial and Error. Trial. Hast du gerade wirklich Trial gesagt? Was? Hast du gerade Trial gesagt? Nein. Was ist denn? Okay. Aha. Nett. So, wir haben eine Feder. Nun. Ein Schritt weiter. Das ist echt das Problem. Ich will nur jetzt gerade nicht sterben. Das wäre sehr bitter. Ja. Ich versuche ihn trotzdem mal hier drauf zu stellen. Ja! Wir haben es geschafft. Dreimal verfluchter Don Francisco. Ich hatte eine liebliche Frau und zwei reizende Kinder. Doch durch dein unseliges Einwirken habe ich nichts mehr. Sei verflucht. Verflucht. Oder verflucht! Geil. Okay, wir wissen es nun. Oh, ihr habt überlebt. Danke für dein Vertrauen, lieber Lightcatcher. Und dann, wenn es nach Petro geht, ist das jetzt ja... Oh, ihr habt überlebt. Nein, er mag Don Hernando eigentlich, wenn man davon absieht, dass er ihn nicht ausstehen kann. Ja. Caramba, er hat den Vorhang abgeschlossen mit einem Zahlenschloss. Woher sollten wir den Code jetzt kennen? Das sieht mir wirklich unheimlich, Don. Dort geht ja lieber alleine hinein. Und das ist der Rätselraum, in dem du gerade warst. Ja, aber... Brauchst du da den Code? Ist der hier zu finden?
Ja, wo ist denn der Code? Was machst du hier? Dann ist halt ein Lob. Was machst du hier? Ich warte auf meinen Einsatz, Don. Und was ist das für ein merkwürdiger Hut? Ihr wart noch nicht drüben, hm? Ah, Mann, was brauchen wir denn jetzt? Ja, jetzt gehen wir nochmal groß in den Partysaal. Nee, ich probier's nochmal. Vielleicht ist auf dem Zettel irgendwas, was wir noch nicht gelesen haben. Aha. Vielleicht. Außerdem habe ich das Rätsel jetzt geschafft. Das heißt, ich fühle mich gut. Nein! Falsch rum. Jetzt musst du es auf jeden Fall nochmal machen. Weil jetzt hast du natürlich den Brief noch nicht. Zur Ehrenrettung. Und was ist... kann man den Brief, den du da bekommen hast, einfach im Inventar angucken? Und steht dann da vielleicht auf der Rückseite was drauf oder so? Ja, vielleicht. Denk doch nicht immer so leicht. Ja. Du immer und deine Logik. Versuch mich nicht immer mit Wahrheiten aus dem Konzept zu bringen. Stoins, stoins. So, jetzt die Feeder. Holen Sie sich die Feeder. Schieben Sie den Block davor. Voll gut. Ich kriege schon langsam einen Krampf in den Fingern. Krampf. So. Drei. Okay. Schreib bitte auf, ich vergesse das. Wir haben ja schließlich noch unseren Stift und unser Papier von vorhin. So, okay. Drei. Mal verflucht. Ich hatte eine. Und zwei. Und nichts. Also geht's runter. Null. Drei, eins, zwei, null. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Retroy, für diese Hilfe. Unser Eins braucht sowas. Gramme. 3, 1, 2, 1, 2, 0. Ja. Was machst du denn da? 3, 1, 2. Wuhu! Scaramonzo. Wer hat denn eigentlich Scaramonzo geredet? Ich hab keine Ahnung. Das machst einfach mal du. Wie kann das sein? Redet so ein Typ mit einer Maske auf? Geheimnisvoll. Okay. Wie kann das sein? Oh, viel besser. Oh, ich fühle mich gleich angegangen. Dringt Verständnis in die verschlossene Trauer des Scaramonzo. Nee, ist leider nur Don Hernando. Oder ist es nur ein übler Zufall, der meine Hoffnung nährt und mein Leiden nährt? Ich mag das nicht, wenn du mich dabei so anguckst. Kannst du zum Bildschirm gucken, wenn du so redest? Okay. Das ist gruselig. Ich weiß, ich kann sehr gruselig sein, wenn ich will. Ich bekomme Angst. Ja? Also, setzt du dich neben mir. Weiter. Ich prüfe euch, Don. Sagt, wie viele Kinder hatte Scaramonzo, bevor der Schurke sie mir nahm? Zwei. Uno, dos, tres. Die vergangenen Die vergangenen Anstrengungen tragen Don Hernando hochverdiente 200 Erfahrungspunkte bei. Stimmt. Hernando erreicht Stufe 3. Wieso verdrehe ich eigentlich die Sätze? Bien. Dann wisst ihr also vom Leid des Scaramonzo. Jo. Trittet ein in mein Reich der grauen Schatten und seht die Gespenster meiner Vergangenheit. Hier suche ich Zuflucht vor den Taten des Unseligen, des Schurken, der mein Leben zerstörte, und doch kann ich ihm nicht entfliehen. Er ist nie fort. Don, jetzt habe ich fast wie Piro. Don Francesco. Wagt es nicht, diesen Namen zu nennen, Don. Nicht vor Scaramonzo. Ihr kennt Don wer seid ihr? Wer Scaramonzo ist, junger Mann? Frage lieber, wer Scaramonzo war. Spaniens edelster Degen, Spaniens Meister der Klinge, Scaramonzo war der Fechtlehrer des Schurken. Wow. Was für Wendungen. Wow. Storytelling. Wow. Aber guck mich bitte nicht so an. Du hast Don Dings das Rechnen beigebracht. Er war nichts, bevor er in Scaramonzos Lehre ging. Ich habe ihn zu dem gemacht, was er heute ist. Damit bereitete sich Scaramonzo den eigenen Untergang. Was mir auffällt, wenn er der Fechtlehrer ist, warum hat er noch schwarze Haare, während Don Francesco graue Haare hat? Tja. Okay.
Der Verruchte lernte gut. Oh ja, nie hatte Scaramon so einen gelehrigeren Schüler. Er begriff Angriff und Parade und allzu schnell meisterte er die Zweier-Kombo. Und nie war es ihm genug. Und Scaramon so gab nach und lehrte ihn das höhere Wissen. Und dann geschah es. Ich finde deine Augen so unheimlich. Ich denke mich nur an die Atmosphäre. Ich finde das super. Der Schuft forderte Scaramon so zu einem Wettkampf. Alles oder nichts. Doppeltes Lehrgeld oder kostenlose Lehre. Je nach Sieg oder Niederlage. Sollte Scaramon so einem solchen Angebot aus dem Wege gehen? Aber der Strolch mogelte. Er ließ sich heimlich einen Panzer schmieden, den nicht einmal Scaramonzos Espada durchdringen konnte. Kein Ritzer, keine Schmarre, wohin Scaramonzo auch zielte. Und dann versetzte der Schüler dem Meister tatsächlich einen Treffer. Die Klinge des Unseligen berührte die edle Spitze der Nase des Scaramonzos. Die Schmach war untilgbar. Ich schlich von dannen verhöhnt vom Schurken und hüllte mein gedemütigtes Antlitz seitdem in diese Maske. Meine Frau und meine beiden lieblichen Kinder versuchten alles, mir Trost zu spenden, aber umsonst. Ich konnte es nicht mehr ertragen, meiner geliebten Familie meinen Anblick zuzumuten. Also verkaufte ich sie an einen sarazenischen Händler. Der Erlös finanziert mir seitdem mein Exil in dieser Taverne. Das sage ich jetzt gar nicht zu. Das war jetzt gerade etwas ungewöhnliche Wendung. Du bist dran. Eine ebenso traurige wie hochherzige Geschichte eines echten Spaniers würdig. Aber sagt, was versetzt euch in diese Aufruhr, sobald ihr den Verruchten gewahrt, Don? Der Kerl verbreitet abscheuliche Lügen über meine finanzielle Ehrbarkeit und scheute nicht davor zurück, mich aus meinem Heim zu vertreiben. Spricht nicht weiter, Don. Es passt nur zu gut zu diesem Scheusal unter den Menschen. Ha, das ist es. Fügung, Don. Eine wahrhaftige Fügung. So wurden meine Gebete also doch erhört. Ihr seid es, mein Werkzeug der Rache. All die Jahre trug ich das Mittel der Rache in mir. Scaramonzo ist noch immer ein Fechtlehrer. Alles, was mir fehlte, war eine verwandte Seele. Von Ungerechtigkeit gezeichnet wie ich und vom brennenden Wunsch beseelt, den Schuft um jeden Preis zu fordern und zur Strecke zu bringen. Kein Pardon. Das sei unsere Devise, Don. Vamos! Ich schleife euch zum stählernen Degen unserer Rache. Ah, ich spüre, wie die Musik der langentbehrten Klingentanzes wieder Scaramonzos Glieder erfüllt. Heran, Don! Nicht nur die von Scaramonzo, auch wir haben diese Melodie lange nicht mehr gehört. Scaramonzo, Hernando, müssen kämpfen, lalala. So. Ausgangsstellung, Ruff. Eure Grundhaltung ist erbärmlich, Don. Wer hat sie euch beigebracht? Don Francisco. War der böse Name, der böse Name. Er hat Voldemort gesagt. War das falsche Spiel? Nein, Don, ihr habt recht. Euer beherzter Mut, der so entschlossen gegen den Schurken rast, soll auch mir ein Vorbild sein. Hier und jetzt spreche ich ihn aus. Don Francisco! Es sei für alles verflucht, dass du von braven Männern angetan hast. Was du braven Männern angetan hast. Es ist Zeit, die letzten Ketten zu sprengen. Wortwörtlich. Mhm. Hervor mit dir, alter Gefährte meines Könnens. Pinocchio? Da hat er sich versteckt und ich dachte, er wäre in einem Ball gewesen. Don, ich gebe euch Scaramonzos schärfste Waffe in die Hand. Pinocchio. Die
Dreier-Kombo! Sie erfordert Aufmerksamkeit und Geschick und natürlich muss sie erst im Kampf durch Kombo-Punkte verdient werden. In dieser Übung schenke ich euch die zwei nötigen Kombo-Punkte. Vamos, wählt die Dreier-Kombo und übt Don! Okay. Oh. Die Dreier-Kombo, Don! Die Dreier-Kombo, Don! Vielleicht, wenn ich... Die Dreier-Kombo, Don! Ich glaube, der will, dass ich die Dreier-Kombo mache. Vielleicht die... Die Dreier-Kombo, Don! Bueno, ihr habt die Dreier-Kombo erlernt. Wie Pedro applaudiert. Yeah. Der elende Feind mag denken, er hätte Skadamon so zerstört, aber in euch, Don, lebt nun meine Rache. Die meisten Gegner können nur zwei Angriffe zugleich parieren. Ihr könnt euch denken, was die Dreier-Kombo also bedeutet, Don. Hihihi. Oder noch? Wissen wir das? Hihihi. Ihr sagt es, Don. Mindestens einen sicheren Treffer gegen alle niederen Schergen. Nutzt fortan eure gewachsenen Talente und zerschlagt unsere Feinde. Für die Gerechtigkeit, Don. Für die Gerechtigkeit. Sie. Und wo lerne ich die Vierer-Kombo? Die was? Ha! Die Vierer-Kombo ist ein lächerliches Gerücht. Hört, Don. Niemand in der gesamten alten Welt hat sie jemals ausführen können. Ah, in der alten Welt. Sie. Vergesst solche Ammenmärchen, Don. Euer Können, das ist eine feste Bank, auf die ihr setzen wirst. Und dem erstaunlichen Menschen, der nicht nur Scaramonzos Schmerz versteht, sondern auch seine gerechte Wut teilt, will ich noch etwas Handfestes mit auf den Weg geben. Fangt! Der Espada de Scaramonzo, Don. Ihr habt des Scaramonzos gerechten Zorn, sodann sein Können, und nun sollt ihr auch seine Waffe führen. Wow. Ah, wertvoller als mein altes Rapier, gracias. So spricht ein Wackerer. Scaramonzo spürt es mit ganzer Seele. Ihr seid der Richtige, Don. Ich glaube, der hat zu viel Alkohol gehabt. Okay. Die Lehrstunde ist vorüber, Don. Scaramonzo gab, was er geben konnte. Nun liegt es an euch. Okay. Oh mein Gott, mein Hals. Okay, wir verstecken uns. Weißt du, wie diese Stimme anstrengt? Ja, du hast auch einen sehr angestrengten Gesichtsausdruck gemacht. Ja, aber auch mit Leidenschaft. Mit ja. Ach, das war das. Und ich hatte es ein bisschen Leidenschaft. Ich hatte ein bisschen Angst. Lieber Lupus, es war Leidenschaft. Es war des Synchronsprechers größte Herausforderung. So. Und mit dieser Herausforderung würde ich sagen, kann es gar nicht mehr besser werden. Und wir fast eine halbe Stunde aufgenommen. Wir beenden diesen Part an dieser Stelle. Wir sehen uns bei dem lieben Lightcatcher auf dem Kanal wieder. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal mit dabei, wenn Lupus und Lightcatcher im Spanien des 16. Jahrhunderts wieder ihr Unwesen treiben. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.